Also, da kommen die Angreifer erstmal. So, die Schützen, die werden ziemlich schnell niedergemacht eigentlich von unseren Zombies. Damit haben wir das Ding schon vernichtet, weil das die Verteidiger und nicht die Angreifer waren. Die Angreifer haben irgendwie keinen Bock auf uns. So, locken wir erstmal die Briganten weg. Die kann ich leider auch nicht übernehmen, weil sie lebendig sind. Die Briganten halten aber natürlich auch nichts aus. So, ziehen wir mal die Zombies zusammen. Genau, kämpft gegen meine Skelette und verzweifelt daran. So, das Gold können wir einsacken. Und dann heißt es wieder Truppen aufbauen erstmal, bevor wir gegen den letzten Dinger hier hinten ziehen. Ja, dann machen wir das gleiche wie gerade eben nochmal. Und ja, dann geht's hier oben raus, also hier raus. Hier zurück, hier an dem Ding hier vorbei. Ja, so oder so ähnlich habe ich das dann vor.
Hauptsache, meine Orks sehen meine Truppen nicht. Also meine Untoten. Dann ist alles in, solange ist alles in Ordnung. Ja, und solange muss ich es mit Guerilla-Taktik machen, sozusagen. Wobei meine Truppen dieses Mal viel besser durchhalten konnten als das letzte Mal. Also ja, hier hinten, dann hier durch, hier rum und dann können wir hier runterschlurfen zum Dorf. Gefängnis hat nichts für uns. Matavir hat auch gerade nichts für uns. Der Clan hat auch nichts. Der Clan ist mit uns schon verbündet. Und braucht einen Chaosring aus einem Bärenlager. Okay. So, die Sumpfbehausung hat auch gleich wieder einen Zombie-Trupp für uns. Dann schnappen wir uns erst den. Und ja, theoretisch könnte ich die paar Minuten noch warten und mir auch hier die Ork-Skelette noch holen. Das wäre eigentlich vernünftiger. Man muss halt immer 5 Minuten warten, bis da ein Trupp respawned ist. Allerdings, solange ich Truppen kriege, ist alles gut. Weil diese Truppen, die kann ich super verheizen, die sind halt nichts wert, weil sie nur gerade mal ein Level aufsteigen können. Und ich nicht mal weiß, ob das überhaupt was macht bei denen. Ja, weil wenn ich die Ork-Skelette dann auch noch habe, dann kann ich besser das Lager da hinten zerlegen. Ja, halbe Zeit haben wir hinter uns. Jetzt sind es nur noch 2,5 Minuten. Und ja, viele Zombies haben bringt es natürlich auch, wie man sieht. Das ist dann, sind dann richtige Glaskanonen für uns. Und ich kann halt verdammt stark übers Bevölkerungslimit, also über mein Führungslimit drüber mit den Untoten. Was das Ganze auch nochmal praktisch macht. So, jetzt gleich noch eine Minute, dann können wir auch noch Ork-Skelette wieder anheuern. Wie gesagt, das ist das Zermürbende an diesem, an dieser Kampagne jetzt. Das Warten, bis wir neue Truppen uns krallen können. Weil die 3 Minuten, bis die Sumpfbehausung wieder voll ist, das machen wir nicht.
Wir können uns aber mal anzeigen. So sieht Zi aus in seiner menschlichen Gestalt. Ziemlich schlaksig eigentlich im Gegensatz zu Farron. Aber auch ziemlich grün. Auch wenn er in den Cutscenes irgendwie eher lila ist. So, jetzt müssten genau Ork-Skelette rauskommen. Ich mache sicherheitshalber einen Quick-Save. Die Zombies schlurfen lustigerweise, ohne dass ihnen was getan wird. So, und sobald die raus wollen, kommt der ganze andere Scheiß hinterher. Nicht hängen bleiben. So, dann fehlen jetzt eigentlich nur noch die hier. Die kommen aber netterweise uns hinterher. Das heißt, wir müssen uns nicht mit den Wächtern von der Gruft rumschlagen. Da geblieben. Komm, lad dich auf. So. Hat niemand was im Inventory? So. Jetzt haben wir wieder eine untote Armee, die sich sehen lassen kann. Und das hier sind zwei Brigantenlager wieder nebeneinander. Sogar mit Kopfjägern, aber irgendwie haben die fast keine Chance gegen uns. We are under attack. My troops are under attack. Hey, ich habe Zombies verloren. Ich verliere hier gerade gut was.